Verständnis, auf großes Unverständnis bei vielen Fußballfreunden in Deutschland gestoßen ist. Heute macht er noch nicht. Wir hoffen natürlich aus lauterer Sicht, dass es dabei bleibt. Weiter von sich reden und Werbung in eigener Sache. Stattdessen jetzt eine Freistoßsituation für den FCK. Foul von Groß und jetzt die Möglichkeit, vielleicht hier noch einen draufzulegen. Gefährlich, das ist die Gelegenheit und das ist das Tor für den FCK. 2:0. Erik Jendrisek, 62. Minute. Also vielleicht ist das ja schon der entscheidende Schritt, den die Lauterer gebraucht haben, um hier tatsächlich das Weiterkommen sicherzustellen. Freistoß von Bugera, Riesenchaos in der Verteidigung des Erstligisten. Und wir schauen nochmal ganz genau drauf, verlängert von Amedik, hier mit dem Hinterkopf, das war entscheidend. Und dann ist Jendrisek im 5-Meter-Raum, hat alle Ruhe und macht das Tor. Kießling keine Chance mehr. Amedik mit der entscheidenden Vorarbeit. Dann kommt aus dem Rückraum Jendrisek und macht das Tor. Was hat der da Zeit? Das ist unglaublich. Viel zu spät dran. Kießling, der vermutlich für ihn eingeteilt war. Also Jendrisek macht das Tor. Und das ist natürlich jetzt eine Riesenfreude für die Lautern-Fans. Man ist wieder dran an den Großen im deutschen Fußball. Und das ist ja schon eine ganz, ganz tolle Sache. Nach den schweren Jahren, die der FCK zu überstehen hatte. Insbesondere die vorletzte Saison, als es fast runtergegangen wäre in die dritte Liga. Und jetzt spielt man hier mit dem Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga nicht nur gut mit, sondern man führt mit 2:0. Jetzt wird es natürlich für Leverkusen auch nicht leichter, denn jetzt heißt es, dass der Betze wieder richtig bebt. Die Fans sind auf vollen Touren. Wieder Jendrisek. Gutes Auge. Da muss Sam natürlich auch einen Meter entgegenkommen. Kann er nicht warten, dass ihm der Ball auf den Schlappen fällt. Groß hat das antizipiert. Da geht es richtig rund jetzt hier natürlich im Fritz-Walter-Stadion. Und das ist Toni Kroos und der visiert da eher die Eckfahne an als das Tor der Roten Teufel. Nochmal das Tor zum 2:0. Was ist der da frei? Allerdings auch zwei Leverkusener, die da liegen bleiben. Die rennen sich gegenseitig über den Haufen. Jetzt sehen wir es erst. Sarpay und ich meine Bender. Oder Reinhardt. Also, die rumpeln da zusammen und damit stimmt es natürlich überhaupt nicht mehr, was die Zuordnung angeht. Und Jendrisek ist völlig frei. Oh, und da ist René Adler entsprechend bedient. Leverkusen ja international diesmal nicht im Geschäft. Aufgrund der schwachen Rückrunde hat man ja eine glänzende Ausgangsposition in der vergangenen Saison da noch aus der Hand gegeben. Dann das Pokalfinale gegen Bremen verloren. Das wäre die letzte Gelegenheit gewesen, doch noch auf den Europa-League-Zug aufzuspringen. Das hat man nicht geschafft. Und dementsprechend wäre das für Jupp Heynckes schon ein herber Rückschlag, wenn die hier verlieren. Denn dann heißt es plötzlich, man tanzt nur noch auf einer Hochzeit. Das ist die Fußball-Bundesliga. Das wäre die Fußball-Bundesliga. So muss man es sagen. Die wollten weit kommen, die Leverkusener, keine Frage. Aber noch ist das hier ja nicht gewonnen aus lauterer Sicht. Noch 25 Minuten, aber der 2:0 Zwischenstand, der sieht natürlich schon gut aus.